Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat die Gründerin der Bewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, am Freitag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gesprochen. Hallo Berlin! Dabei teilte sie hart gegen die deutsche Regierung und die deutschen Großparteien aus. Dankeschön fürs Kommen! Deutschland ist der viertgrößte CO2-Emittent in der Geschichte. Für eine Nation mit 80 Millionen Einwohnern ist das eine bemerkenswerte Leistung. Deutschland ist einer der größten Klimaschurken. Und wir klauen nicht nur die Zukunft der Kinder und Enkel, wir klauen auch die Gegenwart der am meisten betroffenen Menschen in den am meisten betroffenen Gebieten. We've got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy. Timothy Wirth, President, UN Foundation.